Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Goodbye Deponia. Ja, in den letzten Folgen hatten wir immer wieder Probleme. Framerate-Einbrüche, Abstürze und allen Pipapo, aber das sollte heute der Geschichte angehören. Ihr seht, wir sind ein ganz kleines Stückchen zurückgeworfen worden. Das liegt daran, ich habe das Ganze jetzt auf einem anderen PC installiert. Ich habe es ja damals noch am Laptop angefangen. Jetzt liegt es im Gaming-PC, habe die Save-States rüber kopiert. Nur, wir starten ja eigentlich mit einer Videosequenz, beziehungsweise haben die Videosequenz gar nicht ganz gesehen. Und ich muss ein bisschen zurückgehen, weil sonst starten wir direkt in der Sequenz, das wäre auch blöd. Deswegen holen wir das ganz kurz nochmal nach. Beziehungsweise machen wir einmal so und jetzt sehen wir die Videosequenz, die wir in der letzten Folge verpasst haben. Ja, wir sehen, viel war es nicht. Aber immerhin, es lief flüssig ohne Probleme und jetzt können wir richtig weitermachen. Wir haben kein Inventar. Wir haben 3 Hotspots. Eine Antenne. Ist es wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Das heißt, wir können sie nehmen, stimmt's? Ja. Hoppla, dass mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Okay. Argus? Wir könnten doch... Dietes? Wir könnten doch... Okay. Wir haben jetzt eine Antenne. Was haben wir noch? Ein Kabel. Ich gehe mal davon aus, dass wir mit der Antenne drüber balancieren können, oder? Na los! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Sehr schön. Gut machst du das, Rufus. Sehr schön. Dietes macht es auch spitze. Und auch Argus ist natürlich super flott unterwegs. Sehr schön. Das war spaßig. Spaßig? Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das habe ich schon so oft gehört. Aber noch nie, du hast uns umgebracht. Und da liegt der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist voll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen. Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten. Sei kein Rufus. Wir halten das Hochboot im Wagen. Selbst wenn wir ihn blockieren könnten. Das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Gut, an dieser Stelle muss ich mich mal ganz kurz entschuldigen. Das ist natürlich viel zu laut, die Musik. Die machen wir jetzt einen Ticken leiser. Weiterspielen. Dann gucken wir mal, ob es jetzt passt. Wir könnten doch... Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis die Musik ein bisschen einsetzt, damit ich schaue, ob das jetzt anständig hörbar ist. Wir könnten doch... Naja. Wir könnten doch... Okay, sollte passen. Alles klar, das heißt, wir haben hier irgendeinen Sender. Wie da bloß ranzukommen wäre. Ja, wir könnten dieses Ding raufschmeißen. Macht mal Platz. Ich habe einen Plan. Stopp nicht! Ja. Aha, getroffen! Und? Wer ist jetzt hier der Dorftrottel? Du natürlich. Wie sich das gehört. Hey. Hä? So. Na guck doch hin. Der Sender ist in den Rotor gefallen. Und er blinkt fröhlich und wohlbehalten vor sich hin. Ihr habt ja auch alle noch Stöcke mit dabei. Macht ihr doch das Ganze besser. Er ist immer noch aktiv. Wie sollen wir denn da jetzt rankommen? Ach, da unten. Er ist doch gar nicht in den Rotor gefallen, ihr Hansdämpfe, ihr. Wahnsinn, das sind wir vielleicht Narren. So, jetzt passt's. Ja gut, hier unten liegt er jetzt. Und weiter, wo ist jetzt das Problem? Das hätte eigentlich funktionieren müssen. Bisher habe ich doch noch alles kaputt gekriegt. Ja, was machen wir denn jetzt, Rufus? Jetzt haben wir ein Problem. Da unten ist ein Catwalk. Ich sehe es. Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Darunter? Du wirst ja wirklich von Minute zu Minute dämlicher. Hey. Beantworten Sie die Frage, Cletus. Bitte was? Na, Sie sind doch der Inspektor hier. Dann lassen Sie mal Ihre Einschätzung hören. Wie stehen die Chancen? Oh, wenn man die Drehgeschwindigkeit und den Radius in Betracht zieht, etwa 1 zu 3, dass wir es überleben, ohne vom Rotor zerfetzt zu werden. Hm, 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa deinem Gehirnzellen-pro-Kopf-Verhältnis. Mann, ist das fies, ey. Wahnsinn. Ja, es ist nur die Frage, wie kommen wir jetzt da runter?
Das hätte eigentlich funktionieren müssen. Ja, das wissen wir, Rufus. Da müssen wir mit Argus auch reden. Was sagt Argus denn zu der ganzen Geschichte? 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Wenn wir alle drei von unterschiedlichen Positionen ausspringen, kann es einer schaffen. Das ist doch Irrsinn. Hast du einen besseren Vorschlag? Dann ist es entschieden. Wir alle springen auf 3. Ja, aber das kann doch von dort, wo Rufus steht, gar nicht klappen. 1. Hallo? 2. Nein? Hey, springt ihr gar nicht? Du doch auch nicht. Ihr wolltet wohl mogeln. Was? Ich? Nein. Beinahe. Wer ist allein gesprungen? Hallo, Fuss. Schön. Ja, wenn dann müssen wir schon von woanders ausspringen, Rufus, aber nicht von da. Komm, also ich meine, hallo? Wollen die uns jetzt hier wirklich... Ach, come on. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht. Es kommt drauf, es entspricht... Das erzählt er. Aber wenn wir jetzt springen, das ist doch... Wollen wir nochmal? Na gut. Aber jetzt nicht wieder schummeln. Auf 3. Oh, oh. 1. Nee. 2. Ihr wolltet schon wieder mogeln, ne? Ja. Gott sei Dank. Ja. Aber es kann doch von dort aus nicht klappen. Wie sollen wir es denn dann machen? Mein Rufus kann ja nicht jetzt irgendwie springen. Wie soll das denn dann möglich sein? Wer hätte gedacht, dass wir mal in dieser Besetzung zusammenarbeiten würden? Ich jedenfalls nicht. Wer hätte gedacht... Ja, aber Rufus, was machen wir jetzt? Das hätte eigentlich funktionieren müssen. Bisher habe ich doch noch alles kaputt gekriegt. Ich habe eine Idee. Wir machen das nochmal. Wollen wir nochmal? Na gut. Aber jetzt nicht wieder schummeln. Genau. Auf 3. Okay. 1. 2. Beim nächsten Mal wird gesprungen. Ich hätte den gerne schubsen wollen. Kann man den nicht schubsen? Ja, was soll denn das jetzt? Ich meine, ich muss mich doch jetzt... Er geht aber immer zu Cletus. Vielleicht müssen wir Cletus schubsen. Also, nochmal. Aber jetzt auf. Okay. Also nochmal. 1. Cletus schubsen. Oh, beim nächsten Mal. Das gibt's mal. Doch nicht. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Wollen wir nochmal? Gut. Aber jetzt nicht wieder schummeln. Auf 3. 1. 2. Springen. 3. Da war ein Springen-Button. Okay. Und jetzt? Rufus? Rufus, aufwachen! Gut. Wenigstens haben wir es hinbekommen. Ich dachte jetzt schon, ich scheitere wieder an dem Rätsel. Was ist passiert? Du hast es geschafft. Bravo. Wo ist Cletus? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ganz sicher bin ich mir nicht. Es ging alles sehr schnell. Naja, siehst du den Sender irgendwo? Ich bin dran. Das glaube ich nicht, dass es Cletus nicht geschafft hat. Von hier aus komme ich da nicht ran. Ach so, da kommst du nicht ran, okay. Aber ich glaube nicht, dass es Cletus nicht geschafft hat. Moment, hier ist eine Schraube. Hier ist ein Loch. Hier war aber jemand sehr sparsam, was den Einsatz von Schrauben angeht. Vielleicht hat er meinen Blog gelesen. Das heißt, wir können dieses Ding vermutlich jetzt als Leiter benutzen. Okay. Sonst noch irgendwo eine Schraube? Hier ist... Nein, Moment. Wenn ich diese Schraube löste, was hielte dann die Brücke? Das ist eine sehr gute Überlegung, Rufus. Nichts hielte dann die Brücke, außer das hier am Ende. Aber ich glaube, selbst das hält nicht. Ach ja, hier wäre auch noch eine Schraube. Gut, ich bring die mal hier an. Zack. Und dann nehmen wir diese Schraube hier. Zack. Wo bringen wir die jetzt an? Hier wäre auch ein Loch. Dann gehen wir auf diese Seite rüber. Können wir die Schraube noch nehmen? Nein. Moment, wenn ich diese... Ach so. Diese Schraube? Können wir die nehmen? Können wir auch nehmen. Und die hier? Können wir auch nehmen. Ah, hat wunderbar geklappt. So. Ich hab ihn. Hörst du, Argus? Ich hab
ihn. Sehr gut. Und jetzt kaputt machen. Hä? Was? Ach so, ja klar. Meine leichteste Übung. Kann denn Rufus etwas kaputt machen? Ach, hat das Ding denn keine Selbstzerstörung? Gut, was machen wir denn damit? In den Rotor schmeißen? Jetzt komme ich da nicht ran. Wenn ich ihn werfe, würde er nur abprallen. Okay, dann glaube ich, müssen wir jetzt die Schrauben hier reinpacken. Weil, wenn wir weitergehen, würden wir nur nach vorne kippen. Und das wollen wir ja nicht. Das war schon, okay. Dann gehen wir jetzt mal darauf. Sollte eigentlich funktionieren. Gut, dann jetzt in den Rotor reinschmeißen. Nein, was tust du? Was? Ich zerstöre den Sender. Schwachsinnig sonst. Du den sollst doch nicht deine Hand in den Rotor halten, oder? Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist, aber das übertrifft an Dämlichkeit wirklich alles, was ich jemals gehört habe. Drei. Oh, oh. Ich habe es geschafft. Der Sender ist kaputt. Der Podia ist gerettet. Ja, ganz große Klasse. Und nur um es noch ein bisschen interessanter zu machen, hast du den verdammten Rotor blockiert. Dann hilf mir hoch, damit wir den Rotor wieder zum Laufen bringen können. Es wäre schön blöd, wenn das Hochboot gerade jetzt auseinanderbräche, wo Elysium ja schon fast in Wurfreichweite ist. Ja, das ist deine Idee. Eine andere wäre, dich da unten verfaulen zu lassen. Das kommt wohl ganz drauf an. Worauf kommt das an? Wie du dich entscheidest. Hilfst du mir bei meinem Putsch gegen den Ältestenrat? Wie bitte? Ach! Oh oh. Was ist denn jetzt los? Irgendwas blockiert den Steuerbordrotor. Ist das schlimm? Keine Ahnung. Vermisst du Deponia bereits? Wir werden abstürzen. Aber wir sind doch so gut wie da. Man kann bereits die unteren Schleusen erkennen. Schleusen, sagst du? Aber natürlich. Die Wartungsleitern. Vielleicht kann ich uns lange genug auf Position halten, um das Hochboot zu evakuieren. Los, trommle deine Freunde zusammen. Und was ist mit den Organons? Die natürlich auch. Jetzt, da die Sprengung abgesagt ist, wird Argo seinen Plan ja wohl hoffentlich noch einmal überdenken. Hm. Ich benachrichtige den Ältestenrat. Aber was wird aus dir? Go. Wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Geh jetzt! Ich glaub das jetzt nicht. Du hast immer noch vor, mit dem Organon in Elysium einzurücken? Warum denn nicht? Wo sollen wir sonst hin? Das werde ich niemals zulassen. Sieh es doch ein, Rufus. Diese Soldaten da unten sind unsere Brüder. Sie haben dieselben Gene. Wir sind im Grunde identisch. Warum solltest du nach Elysium dürfen und nicht einer von ihnen? Oder zwei oder drei? Wo ist die Grenze? Wer entscheidet das? Du etwa? Nein, aber... Na dann? Was sagst du? Das ist echt schwierig. Nur über meine Leiche. Tja, schade, aber nicht zu ändern. Ich hatte mir schon gedacht, dass du uneinsichtig sein würdest. Mach's gut, Rufus. Was? Nein, 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 nein. Nein, nicht doch! Oh oh. Oh oh. Na, jetzt haben sie es geschafft. Da seid ihr ja wieder. Oh, das schmerzt. Oh, wie scheußlich ist die Welt. Selbst schuld. Oh, ja, lach du nur. Aber jetzt sitzen wir schon wieder im selben Boot. Ich glaube, ich kann mich befreien. Oh oh. Um Himmels Willen, der Rotor klemmt nur, weil wir dazwischen stecken. Wenn sich einer bewegt, beginnt er sich wieder zu drehen. Dann sterben wir alle. Aber wenn wir den Rotor weiterhin blockieren, wird das Hochboot abstürzen. Wir sind so oder so tot. Ach, wie sind wir nur in diese bescheuerte Lage geraten? Was guckt ihr mich so an? Das habt diesmal ihr verbockt. Wie? Diesmal keinen intelligenten Plan parat? Lasst mich nachdenken. Nope, die Lage ist aussichtslos. Wenigstens eine gute Nachricht. Rufus! Cletus! Goal!
Was ist denn hier passiert? Ist doch egal. Du musst uns hier rausholen. Und am besten, bevor das Hochboot abstürzt. Tja, dafür ist es wohl zu spät. Papp sagt, dass die ständigen Ausfälle des Rotors die Maschinen beschädigt haben. Er kann das Hochboot für den Augenblick noch in Position halten. Aber die Evakuierung hat begonnen. Es sind jetzt nur noch Minuten. Na tolle Wurst. Jetzt kommen alle nach Elysium außer mir, oder was? Ja, genau. Hol mich hier raus. Du kannst sowieso nur einen retten, ehe sich der Rotor zu drehen beginnt. Nein. Es muss doch eine Möglichkeit geben, euch alle da rauszuholen. Gibt es aber nicht. Komm schon, triff deine Entscheidung. Wie soll ich mich denn entscheiden? Ich weiß ja nicht einmal, wer ist. Ach, herrje. Ich bin Rufus. Ist doch gelogen, ich bin Rufus. Die lügen beide wie gedruckt. Ich bin Rufus. Na super. Und jetzt? Kann der echte Rufus das nicht irgendwie beweisen? Natürlich kann er. Das Problem ist, ich meine, Cletus hat so einen blöden Bart, den Rufus nicht hat. Sie müsste sie doch erkennen. Ich weiß etwas, das die beiden Simultanten da unmöglich wissen können. Ich sehe doch viel schöner aus als diese beiden Pfeifen. Vertrau doch einfach deinen Herzen oder entscheide dich bitte, uns läuft die Zeit davon. Ich denke, wir gehen jetzt mal von oben durch. Ich weiß etwas, das diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Ach, natürlich Simulanten, nicht Simultanten. Dass ich heute Morgen Frühstück gemacht habe. Dass wir den Gesichtern in Bosos Familienurlaub-Album Bärte gemalt haben. Dass du heute wieder deine grüne Unterwäsche trägst. Ist doch egal, was ich sage, wir drehen uns hier im Kreis. Das heißt, wir wissen jetzt schon, dass wir die drei abarbeiten können, aber es bringt uns nichts. Dass ich heute Morgen Frühstück gemacht habe. Ja, das war ungewöhnlich. Bravo, eine echte Insider-Information. Das hätte sich jeder ausdenken können. Aber nicht, was es zum Frühstück gab. Easy. Oh, es gab... Ich glaube, ich kann mich nicht mehr festhalten. Oh. Verdammt, jetzt stehen wir doch wieder am Anfang. Und ich weiß immer noch nicht, wer ist. Ich bin Rufus. Ach ja? Beweise es. Nun, entscheide dich bitte. Uns läuft die Zeit davon. Das Hochboot kann jeden Moment abstürzen. Wenn du mich unter Druck setzt, machst du es dadurch auch nicht besser. Was, wenn ich aus Versehen Argus erwische? Hey, ich meine, hey, ho, I am the roof. Das vielleicht. Ja, hast du denn keine Augen im Kopf? Ich sehe doch viel schöner aus als diese beiden Pfeifen. Ich kann von hier aus gar nichts erkennen. In den Kostümen seht ihr alle gleich aus. Ich brauche schon einen besseren Hinweis. Das ist gar nicht so einfach. Wir gehen einfach mal durch. Vertraue doch einfach deinem Herzen. Okay. Mein Herz sagt, der hier vorne vielleicht? Okay, vergiss das mit dem Herzen. Inzwischen gibt es weitaus exaktere Methoden. Ich weiß etwas, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Dann wählen wir einfach das Nächste. Dass wir den Gesichtern in Bosos Familienalbum Bärte gemalt haben. Ja. Das war lustig, obwohl es erstaunlich wenig zu tun gab. Das ist ein Trick-Goal. Er weiß das nur, weil ich es ihm vorhin erzählt habe. Ey. Mach dich nicht lächerlich. Warum sollte der echte Rufus sowas weitererzählen? Och, ich wollte halt angeben. Aber eine Sache, die anderen garantiert nicht wissen, ist... Dass du heute wieder deine grüne Unterwäsche trägst. Hä? Wann hast du denn meine Unterwäsche gesehen? Ich glaube, meine Finger rutschen ab. Och nö. Na super, jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Also, wer ist wer? Ich bin Rufus. Ach ja? Beweise es. Nun, Was würde eigentlich passieren, wenn wir Ich bin Cletus ausgewählt hätten? Ach, Rufus hin, Rufus her, ist doch egal. Lass uns einfach hier und verschwinde. Hauptsache, du überlebst. Ach, jetzt hat er sich verraten. Genau. Der echte Rufus, also ich, würde so etwas nie sagen. Das stimmt. Es klingt wirklich nicht nach Rufus. Kann es sein, dass du dich so geändert hast? Der echte Rufus wird sich nie ändern, das weißt du. Dann ist das vielleicht wieder nur ein Trick, um gut dazustehen. Nein! Ach. Das ist gar nicht so einfach. Ich bin Cletus. Was? Das ist doch die Höhe. Ich bin Cletus. Blödsinn, ich bin Cletus. Wartet mal, heißt das, von euch dreien ist nur Cletus Manns genug, um sich zu erkennen zu geben? Von Argus hatte ich ja nichts anderes erwartet. Aber Rufus? Nach allem, was wir durchgemacht haben, vertraust du mir nicht mal dafür genug? Du hast recht, Goal. Es tut mir leid. Ich bin natürlich Rufus. Der lügt doch. Ich glaube, wir müssen jetzt diese Option wählen. Es ist wahr.
Ich bin nicht Rufus. Der da ist Rufus. Was? Ja klar. Er hat recht. Ich bin Rufus. Ist das ein Trick? Ein letztes Manöver? Du weißt, wenn ich ihm helfe, kannst du dich nicht mehr umentscheiden. Du wirst fallen und sterben. Ich habe das Gefühl, dass wir da nicht wegkommen. Ganz sicher. Denk doch mal nach. Wie kann ich der echte Rufus sein? Der echte Rufus wird nie aufgeben, sich nie ändern. Und niemals. Oh nee, das ist jetzt nicht wahr. Nee, jetzt nicht ernsthaft. Nee. Loslassen. Stopp! Nee. Nein! Nein. Komm schon, Goal. Wir müssen hier weg. Komm. Hallo, Rufus. Oh, Barry, was machst du hier? Du bist mein Vorbild. Schon vergessen? Und ich folge dir überall hin. Nein, im Ernst. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich bewundere, was du hier tust. Erst war ich natürlich geschockt, aber dann habe ich es verstanden. Brillant. Wirklich. Es war im Grunde die einzige Möglichkeit, die du hattest. Ein Geniestreich! Also auch philosophisch gesehen, jetzt die komplett selbstlose Tat. Wow, Rufus, der unverbesserliche Rufus, hat sich schließlich doch noch Ja, und jetzt? Bist du bereit? Ich weiß nicht. Denkst du wirklich, dass dieses Ensemble hier angemessen ist? Aber Rufus, jeder weiß, dass du ein Deponianer bist. Schon vergessen? Du musst dich nicht mehr verstellen. Nie wieder. Du kannst einfach du selbst sein. Für alle Zeiten, Rufus. Das ist doch wirklich voll lässig. Das ist doch nicht Rufus. Das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Ah, da sind ja unsere Helden. Die Retter Deponias. Tja, da habt ihr uns ganz schön was eingebrockt, was? Euer Bericht stellt uns vor ein schwieriges Dilemma. Jetzt, da wir wissen, dass Deponia bewohnt ist, ist unsere Reise nach Utopia natürlich vorerst abgesagt. Aber das Hochboot ist zerstört, das Kabel gekappt. Und mit den ganzen neuen Mitbürgern an Bord werden unsere Ressourcen noch schneller verbraucht als befürchtet. Was wird nun aus Elysium? Müssen wir auf Deponia landen? Sollte es das? Fragen über Fragen. Auf die ich leider auch keine Antwort habe, Eminenz. Aber dieser Deponianer hier ist ein richtiges Genie. Wer, ich? Wenn ihr ungewöhnliche Ideen braucht, sein Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Nur zu. Jeder Vorschlag ist willkommen. Das Goal. Du schaffst das schon. Nun, man könnte doch Raketen an Elysium anbringen. Red weiter. Oder solche Flugdrachen. Und wenn wir einen riesigen Zeppelin mit Monster-Truck-Reifen ausstatten würden. Monster-Truck-Reifen? Ja, dann könnten wir vielleicht ein paar Adler trainieren, Können wir noch mal auf die Flugdrachen zurückkommen? Wie groß müssten die sein? Oh, riesig. Mit so großen Zähnen, vor allem die Eckzähne, ganz, ganz groß und lang. Und sie sollten Feuer speien. Daedalic, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht ernst gemeint. Die verarschen uns doch jetzt, oder? Das Buch zugeschlagen, das bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch Fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Cole und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, indem man loslässt. Und wenn es so ist, ja, dann bin ich mal weg. Russa, er ist dann mal weg.
Ich fühle mich gerade dezent verarscht. Es tut mir leid, aber ich fühle mich verarscht. Und Daedalic will uns doch jetzt nicht ernsthaft sagen, dass das der letzte Teil ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sollte das wirklich der letzte Teil sein, dann muss ich sagen, ist es das enttäuschendste Ende, das ich mir hätte vorstellen können für dieses Spiel. Ich finde die Vorstellung sehr, sehr schön, dass Rufus sich opfert. Ich finde die Vorstellung wirklich klasse. Aber dass er dann wirklich nicht mehr lebt, vermutlich jetzt mal in Klammern gesetzt, wir wissen es ja nicht, wir haben es ja nicht gesehen, ob er gestorben ist. Und dass Cletus sich als Rufus ausgibt und Goal es aber nicht weiß. Das kann nicht sein. Das kann nicht deren Ernst sein. Ich muss sagen, ich mag Daedalic-Spiele gerne, bin aber bisher von fast jedem Spiel von den Enden irgendwie ein bisschen enttäuscht gewesen. Egal ob Edna bricht aus oder Harveys neue Augen, ich fand bei beiden Spielen die Enden absolut nicht gut. Gut, The Whispered World war da mal wieder eine Ausnahme, das war dann schon ganz gut. Die anderen beiden Teile, die ersten von Deponia, die waren in Ordnung, okay, aber Edna und Harvey waren ja beide echt, fand ich enttäuschend, wie nochmal was die enden. Und jetzt hier so ein Ende zu fabrizieren, es ist gewagt, es ist verdammt gewagt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich so enden lassen wollen. Es ist natürlich möglich, dass dann jetzt plötzlich diese Überraschungsmeldung kommt, Deponia 4 angesagt. Ich hoffe es, denn wenn nicht, dann bin ich echt enttäuscht. Ich sag's ganz ehrlich. Ja, ich würde auch ganz gern wissen, was sagt ihr eigentlich zu dem Ende? Ist es wirklich das Ende, was glaubt ihr? Und wenn ja, was denkt ihr darüber? Würde mich echt interessieren. Ich für meinen Teil finde es enttäuschend. Ich kann es nicht sagen. Ich meine, wenn sie wenigstens irgendwie sowas gemacht hätten, wie dass das Goal es weiß, dass Rufus sich geopfert hat. Und das Ganze noch ein bisschen traurig gemacht wird. Okay, dann wäre es in Ordnung gewesen. Aber dann auch noch, dass Barry dann noch mit dieser Aktion da reinkommt. Und dann noch dieses fröhliche Lied, während Barry da mit runterfällt. Das hat alles irgendwie ein bisschen kaputt gemacht. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob das wirklich ernst gemeint ist. Ich für meinen Teil kann mir halt wirklich nur vorstellen, die wollen jetzt das alle sagen, das kann es doch wohl nicht sein. Und dann bringen sie den vierten Teil. Sollten sie das wirklich machen, dann bin ich gespannt, ob sich Daedalic das noch erlauben kann. Ob dann die Fans das Ganze noch mitmachen. Ich bin gespannt. Ja, das war das Ende, tatsächlich. Ja, die Extras von ihm haben wir leider nicht viel. Es gäbe ja da noch irgendwie, es hätte doch angeblich hier auch, ach, die Schnabeltierfibel. Aha. Ja, aber in der steht nichts drin, weil wir diese kleinen Hidden-Teile nicht gesucht haben. Das habe ich nämlich selbst auch nicht gewusst, dass es da so Hidden-Objects gibt in dem Spiel. Das habe ich leider viel zu spät herausgefunden. Ja, das war's leider, das Ende. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht, welches Spiel ich als nächstes spiele. Ich nehme diese Folge jetzt gerade auf am Abend vor dem Tag, wo es kommt. Also sprich gestern Abend so quasi. Und ich muss mir mal überlegen, was wir als Nachfolgeprojekt machen. Ich habe einige Spiele geplant. Ich habe einiges auch in meinem Steam-Account. Einiges, wo ich wirklich am Spekulieren bin. Nur ich weiß noch nicht genau, welches davon. Wir werden sehen. Ja, ich sage an dieser Stelle auf alle Fälle Dankeschön fürs Zusehen, Dankeschön fürs Dabeisein bei diesem Spiel und tschüss, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.